Mein Name ist Anne Baues, ich bin 25 Jahre alt und studiere hier an der Hochschule Niederrhein am Fachbereich Ökotrophologie im vierten Semester. Also ich habe mich für ein Studium an der Hochschule Niederrhein entschieden, weil sie eben einen sehr guten Ruf hat. Das habe ich des Öfteren vorher gesagt bekommen. Und des Weiteren ist es auch so, dass die Hochschule von meinem Wohnort aus, Ort aus sehr gut zu erreichen ist. Ich habe vorher schon ein Studium absolviert, allerdings nicht abgeschlossen. Das war ein dreijähriges Studium in den Niederlanden und zwar war es der Studiengang Logopädie, also etwas völlig anderes. Sprachtherapie ist es ja und habe dort eben festgestellt, dass es nicht so ganz das war, was ich mein Leben lang eben machen möchte. Das habe ich eigentlich recht spät erst gemerkt durch ein Praktikum, was ich im dritten Jahr erst anschloss. Und dadurch eben auch mein Tipp, vielleicht schon mal vorm Studium ein Praktikum zu machen, dass man wirklich ganz sicher geht, dass es auch das Richtige für einen ist. Also naturwissenschaftliche Kenntnisse sind von Vorteil, wenn man diese bereits aus der Schule mitbringt, aber nicht zwingend notwendig. Ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht so naturwissenschaftlich begabt und habe es trotzdem hinbekommen. Hier im Fachbereich Ökotrophologie würde ich sagen, ist das Besondere, dass hier eine Kombination von Theorie und Praxis erfolgt. Also es gibt auch Praxiseinheiten, was sehr schön ist, weil die Gruppen relativ klein sind und dadurch eben der Unterricht ziemlich intensiv gestaltet werden kann. Also ich würde sagen, im Vorhinein zu wissen, ist vielleicht ganz gut, dass hier eben zwei Praktika erfolgen während des Studiums. Das erste muss bis zum dritten Semester absolviert werden. Ein 8-wöchiges Praktikum am Stück. Man darf sich aber selbst aussuchen, wo man dies ableistet. Und dann findet noch ein weiteres Praktikum statt im 6. Semester. Und das ist es eigentlich schon. Bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, wo ich mein Praktikum gemacht habe, fand ich besonders schön, dass es eben sehr viele verschiedene Aufgabenbereiche dort gab. Es wurden auch viele Projekte von dort aus angeboten und koordiniert, aber eben auch verschiedene Marktchecks durchgeführt. Das heißt, Produkte aus dem Supermarkt näher unter die Lupe genommen. Hier gibt es später die Möglichkeiten, in mehrere Richtungen zu gehen. Zum einen in die Richtung Ernährung und Beratung oder eben in die Richtung Industrie. Es gibt aber auch die Möglichkeit, richtungsfrei zu studieren. Das mache ich. Und das finde ich eben auch sehr schön, dass das hier angeboten wird. So kann man sich aus beiden Richtungen Module zusammenstellen. Und ich habe das gemacht, weil mich eben aus beiden Bereichen Dinge interessieren. Also mich persönlich interessiert alles, was in Richtung Verbraucherschutz geht, Verbrauchertäuschung, Verbraucherirreführung, aber auch lebensmittelrechtliche Dinge. Und da werden eben auch hier Fächer angeboten, wie zum Beispiel Lebensmittelrecht, Lebensmittelchemie, die Warenkunde. Das sind alles Fächer, wo man eben sehr nah am Lebensmittel dran ist und auch teilweise wirklich praxisrelevante, reale Beispiele aufgezeigt bekommen, was sehr schön ist. Das Klima hier an der Hochschule Niederrhein ist sehr gut. Es herrscht eine familiäre Atmosphäre hier und die Professoren versuchen wirklich zu helfen, wo es nötig ist. Man kann mit sämtlichen Problemen und Fragen zu ihnen kommen und sie nehmen sich die Zeit für die Studenten. In der Zeit nach meinem Studium würde ich mich persönlich gerne mit dem Thema Verbraucherschutz befassen und ich hoffe einfach, so schnell wie möglich mit meinem Bachelorabschluss eine Anstellung finden zu können.